Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Sag, ob ihr verbergt, was in eurem Inneren ist, oder es offenlegt. Allah weiß es. Er weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und Allah hat zu allem die Macht. An jenem Tag wird jede Seele das, was sie an Guten getan hat, bereit finden. Und von dem, was sie an Bösen getan hat, hätte sie gern, dass zwischen ihr und ihm ein weiter Abstand wäre. Und Allah mahnt euch zur Vorsicht vor sich selbst. Allah ist gnädig zu den Menschen. Meine lieben Geschwister, wenn uns unsere schlechten Taten am jüngsten Tag gezeigt werden, werden wir uns nichts mehr wünschen, als sie nicht sehen zu müssen. Wir werden uns wünschen, sie verbergen zu können. Aber am jüngsten Tag kommt alles heraus. Jede Kleinigkeit an Guten und an Schlechten wird uns gezeigt werden. Und wir werden uns dafür vor Allah subhanahu wa ta'ala verantworten müssen, im Privaten oder in aller Öffentlichkeit. Und wenn ein Mensch seine Sünden zu Gesicht bekommt, wird er sich wie ein Verstoßener vorkommen. Doch Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gewarnt. Ob wir die Sünden öffentlich tun oder sie verstecken, Allah weiß darüber Bescheid. Und das ist alles, was zählt. Das heißt, auch wenn du es geschafft hast, diese schrecklichen Sünden vor tausenden Menschen zu verheimlichen und zu vertuschen, auch wenn du es geschafft hast, die meisten Menschen zu blenden, bedeutet das nicht, dass sie für immer verborgen bleiben. Vielleicht kommst du in diesem Leben mit vielen Dingen davon und kein Mensch erfährt von deinen dunklen Geheimnissen. Aber soll ich dir was sagen, werter Bruder, werte Schwester? Allah kennt sie und am jüngsten Tag werden sie dir präsentiert werden. Darum sagt Imam Ibn Jawzi rahimahullah: Wisse, wenn Leute von dir beeindruckt sind, sind sie nicht von dir beeindruckt, sondern vom Umhang, den dir Allah subhanahu wa ta'ala gewährt hat. Wenn Menschen Gutes über dich denken, ist es nicht wegen dir selbst, sondern wegen dem Schleier, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala deine schlechten Seiten verhüllt. Sieh mal, Bruder, der Islam hat dir nicht viel Spielraum gelassen. Du hast die Wahl. Lebe wie ein Heuchler und werde bestraft, mit der Hoffnung, dass Allah dir deine Sünden, die du verborgen hieltest, vergibt, oder prahle mit deinen Sünden und errege Allahs Zorn auf dich, mit der Hoffnung, dass er subhanahu wa ta'ala dir eine Entschuldigung findet. Oder aber lebe ein Leben in Gehorsam und Aufrichtigkeit. Und das ist genau das, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir und mir verlangt. An dieser Stelle mag dir der Shaitan einen Gedanken einpflanzen, dass es im Leben ja nicht nur darum ging. Falsch gedacht! Denn ich habe Neuigkeiten für dich, lieber Bruder. Im Leben geht es alleine darum, ihm subhanahu wa ta'ala zu dienen. Sei also nicht allzu stolz auf deine überragenden Fähigkeiten, die Menschen um dich herum all die Jahre erfolgreich getäuscht zu haben. Ehe du dich versiehst, wird Shaitan dich erfolgreich getäuscht haben. An dem Tag, ehe du dich versiehst, wenn der Engel des Todes kommt und dir überraschenderweise gegenübersteht, an diesem Tag wirst du dir wünschen und darum betteln, zurückkehren zu können. Aber es ist zu spät. Es ist zu spät. Deine Geheimnisse wirst du buchstäblich mit ins Grab nehmen. Sie werden dich plagen. 10.000 oder mehr Jahre lang in deinem Grab. In Dunkelheit. In Einsamkeit. Bis Allah subhanahu wa ta'ala den Befehl gibt, ins Horn zu blasen. Und du in Schrecken wiedererweckt wirst. Am Tag der Versammlung. 50.000 Jahre lang wirst du dort stehen. Deine Taten plagen dich dort weiter. Schweißgebadet, voller Sorge und Angst. Ein Jahr dort ist nicht vergleichbar mit einem Jahr in der Dunya. Und dennoch, 50.000 Jahre lang plagen sie dich. Deine Geheimnisse, die du so gut verborgen hieltest. Bis du dann Allah subhanahu wa ta'ala gegenübertrittst. Meine lieben Geschwister, was sind eure Geheimnisse? Welche Dinge stehen zwischen dir und deinem Schöpfer, die kein anderer Mensch kennt? Wie viel davon ist gut und wie viel ist schlecht? Wie viel davon sind heimliche Sünden und heimlicher Ungehorsam? Wie viel davon möchtest du in aller Öffentlichkeit sehen am jüngsten Tag? Was ist dein Geheimnis? Wer bist du im Verborgenen? Wer bist du wirklich?